Mahlzeit. Moin, moin, die Leute, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. LS22, nordfriesischer Marsch natürlich. Heute steht ein großes Maishäckchen. Aber erstmal natürlich ein Moin, moin in den Livestream-Chat. Livestream-mäßig sind wir jetzt gerade am Sonntag um 12, mal nicht um 10, mal um 12, ne? Von der Mahlzeit. Moin, moin, die Leute, danke fürs Reinschalten. Und danke schon an Barney für Verlängern vom Sub im 15. Monat. Vielen, vielen Dank für Support natürlich. So, wir wollen gleich loslegen. Zeit verlieren, denn im besten Fall schaffen wir das Feld heute, oder? Müssen wir noch mal gucken, wie lange der Kursplay-Häcksler brauchen will für das Feld. Ne? Gehen wir aber natürlich, obwohl soll ich erstmal schlafen, damit wir... Ich glaube, wir machen noch ein bisschen was, aber ich mache nicht zu lang und dann legen wir uns tatsächlich einfach wieder schlafen. Ne? Dafür haben wir ja die Fußmatte im letzten platziert, dafür, dass wir auch ein bisschen schlafen. So, also letzter, nee, na, ist da. Dann lass uns mal gucken. Was kalkuliert er an Stunden? Noch nichts, wa? Was ist denn hier zum Ende hin eigentlich passiert? So, moin, 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 moin. Meine Frage, geht das, dass man die Fabriken mit Mission wieder anliefern kann? Das kann man eigentlich schon... Seit Revamp kann man das eigentlich, oder nicht? Oder hat Revamp irgendwas geändert, dass es nicht mehr geht? Also eigentlich seit Revamp kannst du doch Produktion anliefern. Vor Revamp ging das nicht, weil das dann praktisch mit Selbstbelieferung und hast du nicht gesehen. Ich wollte jetzt noch nicht hier hinterher fahren. Eigentlich wollte ich noch mal durchgucken, was für Fahrzeuge wir noch zum Laufen bringen müssen. 19 MAs 80. Danke hier für 13 Monate auf Substufe 2. Vielen, vielen Dank für den Support. 8Foot-Sync auch mit Prime Sub im 9. Monat am Start. Vielen, vielen Dank auch dafür. Guten Morgen, wollte ich sagen, ne? Aber jetzt ist Mahlzeit. Mahlzeit, machen wir. So, komm, fahr noch ein kleines Stück vor. Oder will er schon wieder rückwärts? APL am Start. Moin, moin, danke dir für den Sub im. Was haben wir? 31. Monat. Danke, danke, danke. Hier traut er sich gerade nicht. Dann häckselt wir die Ecke einfach selber. Sofern wir in den Häcksler einsteigen dürfen. Und ich glaube immer nur den Träger. So, danke. So gut, da kann ich dich auffragen, keine Ahnung. Weiß jemand, ob wir das schon veröffentlicht? Keine Ahnung. Also es gibt ja so ein paar Folgen, wo ich das zeige, ne? Also Folge 333 war eine. Sinniger ist vielleicht mittlerweile aber schon eher Folge 500 auf YouTube. Nächster Wegpunkt. Folge ein bisschen 500 ein bisschen neuer ist, seitdem da sind ja noch ein paar Produktionen dazugekommen und mal gucken, wahrscheinlich machen wir es in 1000 wieder, ne? Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis da ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, mal gucken, ob wir das heute schaffen. Bin gespannt, aber eigentlich wenn wir uns einigermaßen darauf konzentrieren, vielleicht sogar noch einen vierten Abfahrer mit reinbringen müssen, müssen wir mal schauen. Wie sehr gut das dann läuft, weil wir haben ja eigentlich drei Stationen, die ich aktuell beliefern wollte mit den drei Abfahrern. Und das mit dem Komposter, denke ich, bringt, also ist zu weit weg. Wir werden wahrscheinlich noch einen, vielleicht tatsächlich noch den LKW-Abfahrer hier mit reinnehmen. Aber wenn wir erstmal fertig sind mit dem Vorgewende und hier nur noch der Häcksler nur noch Meters macht, ne, dann ist aber auch schnell so ein Anhänger voll und dann können die Abfahrer, glaube ich, nicht hinterherkommen. Jo, jo, moin, moin. Ist noch Beta. Aber ich meine, die hätten es eingereicht. Also Beta ist veröffentlicht wahrscheinlich dann, oder wie, aber... Da würde eh nichts dran ändern, dass ich aktuell keine Zeit hätte, den Schlachter umzubauen. Also ich zumindest nicht, weil dafür andere Sachen erstmal dran sind. Nur es cool wird. Und tatsächlich theoretisch natürlich auch, wenn sowas nachher auch machbar ist für eine Zuchtgeschichte, wenn man wieder die Stelle dann baut. Wo man wirklich auch das Tieralter berücksichtigen kann und den Gesundheitszustand von den Tieren.
man nicht einfach irgendwelche Tiere zum Schlachter fahren kann, sondern dass die eben auch gesund sein müssen. Ist gut. Oh, komm, Hexler, nicht ganz so weit, bitte. Einfach rumziehen, weitermachen und gut ist. Platz machen. Ja, hier um dieses ganze Feld wird sich der Graben wahrscheinlich echt lohnen. Ich glaube, da kommt eine Menge Klei raus. Man kann auch festlegen, wie schwer Tiere sind. Ja, also vom Alter her, ne? Das bemisst sich ja alles nach praktisch wie viele Monate praktisch das Tier ist. Das Zentrallager, genau, habe ich ja gesagt, soll eigentlich im Quartal 1 2023 rauskommen. Das heißt, folgerichtlich, habe ich aber auch im letzten Stream schon erzählt, habe ich langsam damit angefangen, mal ein bisschen Sachen zusammenzusuchen, mal ein bisschen zu gucken. So richtig schöne Hallen gibt es von Giant leider nicht, die man dafür nutzen könnte. Also werde ich wahrscheinlich erstmal, hatte ich im letzten Stream auch schon erzählt, erstmal auf die alten zugreifen. Die sind auch nicht mehr ganz zeitgemäß, das war richtig. Aber noch mal ein bisschen frische Textur drauf. Das ist natürlich immer noch kein LS22 Texturstandard, das ist mir klar. Aber es erfüllt den Zweck und das ist für mich nachher im Endeffekt wichtiger, dass der Zweck erfüllt wird, als dass es denn irgendwie den LS22 Texturstandard hat. Aber das muss, kann natürlich nachher jeder selber, ne? Wenn es nachher nicht gefällt, der platziert es eben einfach nicht und gut. Wenn man da so Abfahrer 19, dann würde ich den jetzt erstmal ansetzen. Was passiert denn eigentlich, wenn man schläft nachts? Hören alle auf zu arbeiten? Oder wie funktioniert das? Na, wer hat wohl gewonnen, ne? Danke fürs Support, liebe Leute. Du bist unterwegs. Vielen Dank. So, der ist jetzt auch unterwegs. Und dann tickern wir jetzt erstmal die ganzen Fahrzeuge durch. Wenn der Befermenter voll ist, haben wir schon gesagt, also den LKW könnten wir halt direkt mit reinnehmen, ne? Dass ich vielleicht doch noch überlege, dass wir ein Fahrsilo irgendwo platzieren sollten. Müssen wir nur gucken, wo. Ob man sagt, okay, noch sind wir nicht so weit. Biogas haben, ja. Also mal gucken, das Biogas, Anlagengelände, das kostet schon eine Stange Geld, ne? Aber eigentlich macht nur für uns da ein Fahrsilo Sinn. Silagemäßig, natürlich passt es aber irgendwie auch optisch zu so einem Hof, ne? Auch ganz klar. Ich fährt noch nicht mit Licht, wa? 5 Millionen? Nein, niemals. Ich will mir das ja auch leisten können. Also ich tendiere eher, ne, nach dem Motto, wahrscheinlich jede Halle wird, was weiß ich, 100 kosten oder ein Bauplan wird 100 kosten. Also es wird nicht so teuer, sonst ich muss mir das ja auch leisten können. Den wollten wir ja mit rein haben, sobald wir hier mal fertig sind. Das haben wir ja nach der Nacht geschafft, ne? Das ist hier frische Silage, die in die Biogasanlage reingebracht wird. Und wenn wir den dann noch mit reinkriegen, dann bin ich auch ganz guter Hoffnung. Mit 4 Treckerabfahrern sind wir dann gut bedient. Das ist natürlich, wir kommen, na doch, wir haben die John Deere noch, wo wir dann pflügen müssen, ne? Wir haben gesagt, Feld 24, Feld 29. Das muss noch gepflügt werden, da soll auch gerne noch Kalk drauf. Das könnte man mit den John Deere Trägern dann erledigen, sobald Maishäcksel nachher perfekt funktioniert. Und eigentlich sollte es das ja, dass wir gar nicht so viel eingreifen müssen. Ne? So, Feld 19. Also die 1,5 Millionen Liter, die werden wir so schnell zusammenkriegen. Denke ich, dann kannst du tatsächlich bis zum Komposter fahren, Komposter füllen. Den müssen wir dann auch gleich mal anschalten. Komposter ist Häckselgut. Das ist so, nee, Quatsch, das ist Silage.
Bankkreditregel wegen den Lager mit hohem Preis. Mahlzeit, moin moin. Verstehe ich nicht genau. Wie meinst du? So. Wenn man schläft, fahren die Fahrzeuge weiter oder halten die alle an? Also er ist natürlich wieder blockiert. Jetzt sollten wir dieses bisschen Ballen pressen. Selber machen. Da ist nicht mehr viel hier. Wir sind immer noch nicht durch mit den Fahrzeugen. Sind immer irgendwo hängen geblieben. Okay, der fährt jetzt weg. Ich helfe ihm mal, weil hier ist noch kein neuer Abfahrer. Die arbeiten weiter. Obwohl, aber die können ja nicht viel arbeiten, ne? Schaffen dann ja nicht viel, wenn man die Nacht wegschläft. Aber die Bahn, die sie dann... Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Der ist schon ein bisschen zu weit gefahren für Pelle zurückfüllen. Da haben wir wohl Heu mit drauf. Weiß auch nicht mehr. Das sieht so aus, als wären da schon alle Heuballen gewesen. Weil wir haben schon die Kühe voll gemacht beim letzten Mal, ne? Genau, Rolf, danke. Ja, genau, so dachte ich mir das dann auch. Dann vorgespult ist ja höchstens nachher in 5 Minuten. Also nicht mal, ne? In 2 Minuten ist die Nacht weggespult. Müssen wir mal gucken, müssen wir noch produktionsmäßig irgendwas versorgen, wenn ich mich jetzt gleich dick schlafen lege bis morgens um 8 oder so. Ladung Heu los. Na, guck mal, das funktioniert. Der zweite ist gekommen. Perfekt. Dann will ich noch mal kurz gucken. Feld 10. Feld 10 ist abgesammelt, oder? Sieht gut aus. pH-Wert ein bisschen. Stickstoffwert ist gut. Sind denn die John Deere eigentlich? Da ist einer, ist klar. So, den zweiten haben wir doch auch als Abfahrer sogar mit drin. Gehen die YouTube-Videos nicht bis zum nächsten Livestream auf? Das ist immer ein bisschen drüber. Weil man muss ja immer einen Tagesversatz mit einrechnen. Ja, das ist wie gesagt nicht ganz richtig. Wie gesagt, es geht gar nicht anders. Also es sind immer ein oder zwei Tage Zeitversetzt mit drin, weil man muss sich vorstellen, die Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, kann ich morgen gar nicht veröffentlichen, weil man mindestens 24 Stunden dazwischen sein muss. Und wenn ich jetzt normalerweise Donnerstagabend live streame, kann ich die Folge erst Samstagmorgen veröffentlichen. Also das heißt, ne, das was am Freitag kommt, war schon im Stream davor. Ja, dieses kleine Stück Wald da drüben, ne? Aber Hexen funktioniert gut. Ich denke, dann werden wir schauen. Oktober 2 haben wir auf jeden Fall noch so ein paar, nicht große Mengen, aber wir haben auf jeden Fall einen ganzen Sprung Paletten zu verkaufen. Und wir müssen aber auch einiges wieder beliefern, ne? Wir sehen schon Holzfäller Diesel.
wird dann akut werden, also wird, wird dringend. Dann glaube ich, können wir das jetzt eigentlich nebenbei nochmal machen. Heu sind wir ja erstmal durch, ne? Also müssen auch zwischendurch immer wieder ein bisschen dran denken aufzuräumen. Skywalker, danke dir für den Zap auf Stufe 2 im 13. Monat am Start. Danke, danke, danke. Deswegen mehr Zeit. Achso, genau. Ich wollte das hier, wollten wir umbauen im Winter. Die Halle abreißen, ein paar Bäume an der Seite weg. Zwei stromproduzierende Hallen dahin. Das heißt, deswegen habe ich ja erstmal behelfsmäßig, wobei hier wahrscheinlich auch noch, wie ich schon sagte, eine kleine Halle zwischenpasst in die Lücke. Haben wir unser Gras-Equipment jetzt erstmal hier ausgelagert. Die Ballenpresse, ne? Ich weiß. Der LKW steht schon da. Das ist unser zweites Heufeld. Und dann sollten wir eigentlich genug Heu haben, um die Pelletsproduktion recht lang zu bedienen. Das müsste man sich eigentlich auch nochmal angucken, ne? Im Informationsdings, wie viel Heu braucht eigentlich die Pelletsproduktion? So, 72 pro Tag. Weil das muss ich immer wieder umstellen. Ne? Ich stelle immer auf Jahr um. 864.000 Liter Heu brauchen wir auf ein Jahr gerechnet. Dann gucke ich mal wieder in die YouTube-Videos. Ja, sorry. Also, ne, danke fürs Reinschalten im Livestream, aber ich kann es nicht anders aus. Sonst müsste ich einen Tag, wird auf YouTube keine Folgen laufen. Wenn man den Anschluss so sozusagen immer halten wollen würde. Und das fand ich auch blöd. Deswegen ist es die Variante. Und zwischendurch kommt natürlich immer drauf an, kann mal sein, dass ich noch eine Folge mehr aufnehme. So. Moin moin, schönen Sonntag, danke fürs Reinschalten, moin moin. Mahlzeit, ne? Ja, warum, ne? Ich war gestern auf dem Geburtstag, war ich dann zu Hause, 2:45, glaube ich. Und deswegen heute Morgen nicht um 10, ein bisschen später, ne? Und noch einen ordentlichen Pott Kaffee, Prost. Sogar noch warm. Der Separator, da haben wir nichts für. Der soll einfach, das ist oben in Ordnung, dass er ausläuft in 14 Stunden. Läuft also einmal die Nacht über und am nächsten Morgen ist es dann durch. Um 10 Uhr morgens. Um 8 Uhr morgens. Und das ist einfach nur, damit wir ein paar Herbizide, ne, ein bisschen was wieder haben für die Spritze. Und ansonsten haben wir noch zu wenig an Gärresten, um eine separate lange laufen zu lassen. Wird aber Stück für Stück mehr, da wir ja auch immer mehr Tiere kriegen. Die Biogasanlage auf vielen Schienen läuft, also Biogasü bricht auch Gülle in 16 Stunden. Also das wäre eine morgendliche Aufgabe, dass wir mit dem Flüssigkeitentank ein bisschen unterwegs sind. Kaffee, Prost. Ja, leider haben wir es nicht geschafft. Ich weiß, einige von euch verfolgen ja unseren Dachausbau. Bauvlog, Vlog, wie auch immer man es nennen möchte, ne? Videotagebuch. Vom Dachbodenausbau. Wir haben es nicht geschafft, das Video 4 fertig zu kriegen. Aber wir sind auch noch nicht fertig oben, also ist es nicht, ne? Das ist, wenn man nochmal einen Tag in der Woche mal Zeit hat und dann ja auch nicht nur das schafft, sondern zwischendurch auch noch andere Sachen regeln muss. Kurz ein bisschen knapp. Aber wir haben mit dem Fußboden sind wir ein Stück weitergekommen.
Nochmal die nervigen Geschichten sind so langsam fertig mit dem Fußboden. Das war ja einmal mit dem Schornstein rum und natürlich auch die Dachlukenöffnung, dass man da mit dem Boden ordentlich rumkommt. Die rumschneiden und anpassen und so weiter. Und wenn man da jetzt dran vorbei ist, dann ist es nachher nur noch Fläche machen. Ne? Und das, glaube ich, wird nochmal ein, zwei Nachmittage dauern und dann müsste der Boden eigentlich fertig sein. Wie spät heute? Ja, wie ich gerade sagte, ne? Gestern Geburtstag, war erst um 2:30 zu Hause. Irgendwas dazwischen. Und dementsprechend, ne? Heute Morgen hatten wir keine Lust auf so einen extremen Stress. Und so früh aufzustehen. Kinder waren auch einigermaßen human. Wir sind erst um 8:45 aufgestanden. Und dann mit Frühstück, mit Sonntagsfrühstück, wieder schön mit Frühstücksei und so weiter und so fort, Brötchen. Das schaffst du nicht in einer halben Stunde mit Kindern. Und warum setzt du nicht Rolf seine Herbizidproduktion? Nö. Ach, die ist gut, auf jeden Fall. Aber wo war noch das Rezept? Ich glaube, ich war noch nicht ganz so überzeugt von dem Rezept. Was hat er da noch reingepackt? Wolf, was ist da noch drin? Ich weiß es nicht mehr. Und wir müssen ja sagen, wo kommen wir hin? Durch diese Spot-Spray-Technologie von Precision Farming brauchen wir ja gar nicht so viel. An Spritzmittel haben wir ja gesehen, wir haben irgendwie 10 Felder gespritzt und die Spritze war nicht voll und ist danach nicht leer. So, Endspurt. Sind wir hier durch mit dem Heu. Ich bin aber gerade überlegen, hatten wir nicht auch auf dem noch gemäht und alles? Und irgendjemand sagte auch, das war natürlich auch richtig, ich habe die Pelletsproduktion noch gar nicht auf volle Schiene laufen, weil da wäre ja theoretisch auch noch Luzerneheu möglich irgendwie, ne? Hier haben wir jetzt aber normal Luzerne gemacht und das ist auch alles so auf der Big M Kurs gewesen. Also weiß ich nicht, ich mache jetzt hier wieder Rundbeil. Oder haben wir rund gemacht? Sonst hätten wir rund gemacht. Dann müsste es auch die Beinpresse weiterhin schaffen. Muss ich einmal leer machen, dann schicken wir sie darüber, ne? Jetzt nix. Und go. Mal zeigen, moin. Jetzt fällt mir nochmal richtig Motivation, braucht nochmal richtig Motivation und auch schwer anzufangen. Auch mit also mit schweren Wirtschaftspreisen. Mal zeigen, moin. Ich glaube, das ist dann auch echt schwer, weil wenn man die Produktionskosten, also das Gebäude an sich und die Produktionskosten, das geht ja schon ins Geld. Merken wir hier ja auch. Und wenn dennoch die Verkaufspreise auch einen Schwung geringer sind, auf jeden Fall anstrengender. Dann ist hier schon gedüngt und nicht überall. Das wirkt irgendwie so. Ungleichmäßig. Vielen, vielen Dank von Prime Sub im 18. Monat. Vielen, vielen Dank. 1,5 Jahre voll gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Das war Kalk mit Salz, Diesel und Wasser. Okay. Ja, ist ein Rezept. Kann man noch machen. Ja, das 19 war es ja irgendwann Tabak mit dieser Blausäure praktisch als Gift. Wie gesagt, alles möglich. Zum Glück, also wir haben jetzt nicht komplett Mangelerscheinung. Muss jetzt hier nicht groß zukaufen.
Einfach aber auch nur, weil wir im Precision Farming spielen und diese punktuelle Spritzen haben. Wenn wir es nicht hätten, klar, dann hätten wir es gebraucht. Aber ich sehe, wir brauchen auch wieder Zeit, denn das war schon wieder, liebe Leute. Ich gerade schon wieder. Für die erste Folge merkt sich schon wieder dem Ende. Kriegen wir alles mit auf die Ladung? Ich denke nein, dann können wir den eigentlich schon zur Pelletsproduktion schicken. Können auch einmal sauber abladen, aufladen, aber alles kriegen wir eh nicht mit. Denn es ist auch egal, ne? Es ist ziemlich dunkel, ich weiß. Also legen wir uns in der nächsten Folge, legen wir uns dann schlafen. Bis 8 Uhr morgens oder so. Obwohl dann, dann wird es wieder sportlich, die Produktion zu versorgen. So, Pelletsproduktion, aber kriegen wir hin. Pellets, Pellets. Können wir auch den Rest. Aha, erwischt. Denn? Würde die doch nicht einklappen. So, weil ich den angeklickt habe, das war blöd. Display ist noch aktiv, aber Autodrive anschalten ist blöd. So, wir machen eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis gleich. Und tschüss.